Hallo, willkommen zu Kados Debate Nummer 14. Heute mit dem Titel Vor Corona, mit Corona, trotz Corona. Leave no one behind. Es geht um die humanitäre Notlage an den europäischen Außengrenzen. Ich bin Corinna von Kados und habe heute bei mir Franziska Schmidt von der Refugee Law Clinic Berlin, die kostenlose und unabhängige Rechtsberatung für Geflüchtete und Migrantinnen in Berlin und auch auf der griechischen Insel Samos bietet. Und außerdem Ruben Neugebauer von Sea-Watch. Die beiden stellen ihre Arbeit gleich noch selbst im Detail vor. Wir sind heute hier wieder zu Gast im X-Hein Hack und Make Space. Vor 2 Monaten waren wir schon mal hier. Damals waren gerade zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben in Kraft getreten, um die Pandemie einzugrenzen. Wenn wir uns heute draußen umschauen, dann muss man schon sehr genau hinsehen, um zu bemerken, dass wir immer noch mitten in einer Pandemie sind. Und auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, wurden zahlreiche Lockerungen mittlerweile beschlossen. Zumindest für die griechische Bevölkerung. Für die Menschen zum Beispiel in den Lagern auf den Inseln, auf den griechischen Inseln allerdings, ist die humanitäre Notlage nach wie vor sehr ernst. Das war sie bereits vor der Pandemie und mit Corona hat sich das noch verschärft. Darüber werde ich heute mit Franziska und Ruben sprechen und wir haben auch wieder einen Chat, in dem ihr Fragen stellen könnt und uns Diskussionsbeiträge schicken könnt. Zu erreichen ist der Chat entweder direkt über die Streaming-Seite oder über unsere Webseite kados.org/debate. So. Dann starten wir erstmal mit Ruben. Wie ist denn die Lage im Mittelmeer gerade? Das ist tatsächlich eine gute Frage, wie die Lage im Mittelmeer aktuell ist, weil so richtig genau können wir es eigentlich gar nicht sagen. Das Problem ist ja schon lange, dass die europäischen Staaten versuchen, ihre rassistische Grenzpolitik zu verschleiern und versuchen, zivile Augen möglichst weit weg zu halten von der Situation auf dem zentralen Mittelmeer, indem dann zum Beispiel zivile Rettungskräfte, die dort vor Ort sind, gegängelt werden, an ihrer Arbeit gehindert werden, indem teilweise zum Beispiel von Malta auch ganz massiv unsere Luftaufklärungsmission von Sea-Watch behindert worden ist oder behindert wird, mit der wir eben versuchen, in diese Blackbox Mittelmeer ja irgendwie so ein bisschen Licht reinzubringen. Und die ganzen Corona-Maßnahmen haben das nochmal massiv verschärft, beziehungsweise eigentlich nicht die Corona-Maßnahmen selber. Die haben uns natürlich auch die ein oder anderen logistischen Probleme bereitet, sondern vor allem das, dass die Corona-Krise eben als Ausrede genommen worden ist für ganz viele Maßnahmen, die eigentlich überhaupt keine Corona-Schutzmaßnahmen sind, sondern die eigentlich Maßnahmen zur Migrationsabwehr waren und die eben Maßnahmen waren, die nicht im Rahmen der Corona-Krise stattgefunden haben, sondern eigentlich im Rahmen der Krise der Menschenrechte, die wir auf dem Mittelmeer ja seit Jahren erleben und die eben nicht Maßnahmen waren, um Corona einzudämmen, sondern die eben Maßnahmen waren, um die rassistische Grenzpolitik durchzusetzen. So richtig eskaliert ist das Ganze eigentlich am Osterwochenende. Es gibt ja eine Ressource noch, über die wir nach wie vor immer wieder Informationen von Seenotfällen bekommen. Das ist das Watch the Med Alarm Phone. Das ist eine ja auch eine NGO, eine Gruppe, die eben eine Hotline betreibt, auf die Flüchtende, die dort in irgendeinem Schlauchboot sitzen, eben anrufen können und ihre Position mitteilen können, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass die staatlichen Rettungsleitstellen, die dafür eigentlich zuständig sind, sich eben nicht an Recht und Gesetz halten und ja, dass das Mittelmeer letztlich ein rechtsfreier Raum geworden ist und deswegen braucht es da eben die Zivilgesellschaft, die dann solche Informationen annimmt und auch öffentlich macht, um eben Druck auf die entsprechenden Behörden auszuüben. Was da am Osterwochenende dann passiert ist, dass da gab es eine schöne Wetterperiode. Das ist häufiger so, dass so um Ostern rum das Wetter auf dem Mittelmeer gut wird und dann eben sehr viele Boote auf einmal in See stechen, um eben Europa zu erreichen. Und da war die Situation dann die, dass das Alarm von mehreren Notrufe bekommen hat, die unter anderem eben auch in der maltesischen Such- und Rettungszone ja, sich aufgehalten haben, die also ganz klar unter europäischer Verantwortung war. Und die Malteser haben erstmal gar nichts gemacht. Das ist dann so gewesen, dass verschiedene Leute versucht haben, Druck da auszuüben. Das Einzige, was man zu hören gekriegt hat von der maltesischen Rettungsleitstelle, war so eine Easy-Listening-Warteschleifen-Musik. So. Das ist ziemlich zynisch, wenn man sich vorstellt, dass da wirklich Leute gerade in Seenot sind.
Die maltesische Rettungsleitstelle hat also erstmal gar nichts gemacht, um diesen Seenotfall zu koordinieren oder um diese Leute aufzunehmen, weil sie eben lieber wollten, dass die Leute da auf See ertrinken, als dass sie irgendwie in Europa, in Malta ankommen. Das Ergebnis von dem Ganzen war, dass sehr, sehr viel Druck zunächst ausgeübt worden ist, trotzdem über Tage nichts passiert ist und dann schließlich mindestens 12 Menschen dabei ums Leben gekommen sind, weil eben ein Boot über Tage nicht gerettet worden ist und dann am Ende auch die anderen Leute, die auf dem Boot waren, nicht gerettet worden sind, sondern es da so eine Situation gab, in der letztlich ein Schiff, das ein privates Fischerboot eigentlich ist, das aber offensichtlich von Malta gechartert oder benutzt worden ist, um dann eben diese Leute von dem Boot zu retten und nach Libyen zurückzubringen. Und das ist eben ein ganz klarer Völkerrechtsverstoß, der da begangen worden ist. Wegen diesem Fall, wo ja dann auch Leute ums Leben gekommen sind, laufen mittlerweile auch Ermittlungen in Malta. Nichtsdestotrotz ist es eben weiter so, dass Malta versucht, um jeden Preis zu vermeiden, dass Leute ankommen. Das resultiert in einer Situation im Moment, die auch ziemlich krass ist. Und zwar, dass jetzt schon seit über einem Monat mehrere hundert Menschen auf so Touristenbooten vor Malta festgehalten werden. Das sind Boote, die hat die maltesische Regierung gechartert. Die sind eigentlich gar nicht so richtig hochseetauglich. Die sind eigentlich so Schiffe, die werden normalerweise dafür eingesetzt, irgendwie Touristen um Malta so ein bisschen rumzukutschieren. Aber sicher nicht dafür, dass da irgendwie mehrere hundert Menschen über Wochen festgehalten werden. Wir bei Sea-Watch kennen die Situation sehr genau, die man hat, wenn man Menschen über einen längeren Zeitraum an Bord hat. Wir hatten ziemlich genau vor einem Jahr, das jährt sich jetzt nächste Woche, die Rettung von Carola Rakete, wo wir eben 50 Menschen an Bord genommen hatten und über 20 Tage ungefähr bei uns an Bord hatten, bevor Carola dann eben entschieden hat, aufgrund des humanitären Notstands an Bord in den Hafen von Lampedusa einzulaufen, weil das einfach nicht mehr ging, weil das selbst auf einem gut ausgerüsteten Rettungsschiff wie der Sea-Watch 3 eine Situation war, die nicht mehr tragbar war, und es waren nur 50 Leute. Jetzt haben wir sehr viel mehr Menschen auf Schiffen, die sehr viel weniger geeignet sind, und die werden da einfach festgehalten und es interessiert sich eigentlich niemand groß dafür, und das ist eben ein Riesenskandal, weil was wir da jetzt haben, ist im Prinzip ein Floating Hotspot, auf dem Menschen widerrechtlich außerhalb der 12 Meilen von Malta festgehalten werden und überhaupt keine Möglichkeit haben, da irgendwie gegen vorzugehen. Und eben anstatt einer Kapitänin und einer Crew, die solidarisch agieren und die alles tun, um diese Leute sicher an Land zu bringen, da letztlich die maltesischen Sicherheitskräfte oder irgendeine private Sicherheitsfirma an Bord sind und die maltesische Armee mausert sich ja so langsam wirklich zur schlimmsten Miliz des Mittelmeers, kann man eigentlich so sagen. Also die sind fast dabei, der sogenannten libyschen Küstenwache da den Rang abzulaufen, was Völkerrechtsverstöße angeht. Wir erleben das eben jetzt gerade fast täglich, dass aus der maltesischen Rettungszone Menschen nach Libyen illegalerweise zurückgebracht werden, und das ist eine Situation, die absolut untragbar ist. Man muss sich dann aber auch angucken, wer ist dafür verantwortlich. Das ist natürlich in allererster Linie ist das die maltesische Regierung, die aktiv diese Pushbacks durchführt, die dafür tatsächlich, das ist auch noch so ein kleiner Side-Fact, ist, dass der allererste Besuch, den der maltesische Premier jetzt seit dem Beginn der Corona-Krise im Ausland gemacht hat, das war in Libyen letzte Woche, und da hat er mit dem libyschen Premier im Prinzip ausgedealt, wie man das halt handhaben möchte jetzt in Zukunft, dass man dort quasi gemeinsam gegen das Völkerrecht verstößt. Das muss man so drastisch sagen, weil um nichts anderes geht's da. Libyen ist ein Kriegsland, es ist dort Krieg, und wenn man Menschen, die es geschafft haben, aus diesem Kriegsland zu fliehen in internationale Gewässer, wenn man die zurückbringt in dieses Kriegsland, dann ist das eben völkerrechtswidrig, und das ist was die maltesische Regierung aber im Prinzip am laufenden Band gerade macht und auch ganz offen sich vor die Kameras setzt mit dem libyschen Premier und quasi sagt, so, wir beratschlagen hier quasi gerade darüber, wie wir gemeinsam das Völkerrecht brechen. Das sagen sie natürlich nicht ganz genauso, aber letztlich läuft es genau darauf hinaus.
Mir ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass das eben nicht nur Malta ist. Also Malta erledigt da einfach die Drecksarbeit für die Europäische Union. Weil es hat nämlich einen Grund, dass die Leute auf diesen Schiffen jetzt quasi gefangen halten, muss man sagen. Italien macht das im Übrigen auch. Erstmal wurde gesagt, und das wurde halt auch wieder mit diesen Corona-Maßnahmen begründet, naja, man muss ein Quarantäneschiff haben. Und da hat natürlich keiner was gegen gesagt, weil man musste ja tatsächlich Quarantäneregeln einhalten. Das mussten wir alle. Das ist ja auch richtig so, um eben diesem tödlichen Virus zu begegnen, der Gefahr, die durch dieses Virus ausgeht. Aber da ist halt auch mittlerweile völlig klar, dass 2 Wochen Quarantäne völlig ausreichend sind. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum diese Leute dann jetzt seit über einem Monat auf diesen Schiffen ausharren müssen. Und da schlägt halt zu Buche, dass es vorher mal eine sogenannte Malta-Erklärung gab, wo sich eben verschiedene europäische Staaten darauf geeinigt hatten, dass man aus Seenot gerettete Menschen in Europa verteilt. Das macht ja auch Sinn, weil rein geografisch ist halt Malta fast immer zuständig für alle, die da irgendwie ankommen müssen, quasi, wenn die übers zentrale Mittelmeer fliehen, durch die maltesische Such- und Rettungszone. Malta ist aber eines der kleinsten Länder in Europa, deswegen ist es natürlich klar, dass diese Leute umverteilt werden sollten. Diese Malta-Erklärung hat man aber einfach auslaufen lassen. So. Also auch der deutsche Innenminister, der sich groß gerühmt hat, da jetzt eine Lösung mitverhandelt zu haben, hat diese Erklärung einfach auslaufen lassen. Man hat die nicht verlängert und man hat letztlich die Mittelmeer-Anrainerstaaten mit dieser Krise allein gelassen. Das heißt, für diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da auf dem zentralen Mittelmeer stattfinden, ist natürlich in erster Linie die maltesische Regierung, die diese ausführt, verantwortlich, aber der Innenminister Seehofer, der eben sich nicht mehr dann dafür eingesetzt hat, irgendwie da eine Lösung, eine europäische Lösung zu finden und die eben auch nicht irgendwie, wie es in der Macht zum Beispiel der Bundesregierung stehen würde, da einfach Leute zu übernehmen jetzt von diesen Schiffen, sind dafür mitverantwortlich. Also wenn Herr Seehofer jetzt sagen würde, diese Menschen, die da jetzt auf diesen Captain Morgan heißt, die Firma Schiffen dort vor Malta ausharren, wir nehmen die auf, wir übernehmen die sofort, dann wären die morgen an Land. Und damit ist halt Seehofer genauso dafür verantwortlich, dass diese Leute da festsitzen wie die maltesische Regierung. Und das ist die Situation, mit der wir da im Prinzip gerade zu kämpfen haben. Was auch krass ist, ist, dass man davon gar nicht so viel mitkriegt, weil eigentlich auch der Zugang dazu nicht besteht. Also man kann da nicht einfach hin, man kann nicht gucken. Deswegen ist es so, dass wir gerade mit allen unseren Kräften daran arbeiten, dass wir unsere Schiffe und Flugzeuge wieder in den Einsatz bringen können, um eben zu vermeiden, dass das zentrale Mittelmeer ein rechtsfreier Raum bleibt, um zu vermeiden, dass dort Menschen in ein Bürgerkriegsland zurückgebracht werden, um zu vermeiden, dass dort Menschen ertrinken, weil wir auch im Moment gar keine Kenntnis darüber haben, wie viele Boote eigentlich tatsächlich losfahren, weil es da eben keine zivilen Augen mehr gibt. Und deswegen ist es eben super wichtig, dass wir da jetzt wieder in Einsatz gehen können. Und mit den Lockerungen, die jetzt stattfinden, wird es auch möglich sein, zeitnah unser Schiff, die Sea-Watch 3, ist kurz davor auszulaufen. Auf der Sea-Watch 4 beenden wir gerade die Werftarbeiten, die noch nötig sind, damit die dann auch zeitnah in Einsatz gehen kann. Und auch unsere Flugzeuge sind so gut wie startklar, um dann eben jetzt dann ab der kommenden Woche wieder auf dem zentralen Mittelmeer im Einsatz zu sein. Das ist bitter nötig, was vielleicht eine Überleitung dann ist, auch zu dem, was Franzi euch gleich erzählen wird. Eine ähnliche Situation haben wir nicht nur im zentralen Mittelmeer mit diesen Pushbacks, sondern ganz aktuell zur Stunde auch in der Ägäis vor Lesbos. Da hat heute früh ein Boot das Alarmphone erreicht und festgestellt wurde, dass dieses Boot von Sicherheitskräften aus Griechenland bedrängt worden ist. Also dort haben wir quasi dasselbe. Griechenland wird mit dieser Krise allein gelassen und deswegen brechen die sozusagen dort Grundrechte, spielen da Ping-Pong mit Booten. Das ist so, dass sie dann da den Leuten den Motor wegnehmen, irgendwie Welle machen, obwohl die in griechischen Gewässern schon sind, um eben zu verhindern, dass die in Europa ankommen. Und das ist eben die Situation, die wir durch die Bank an den Seegrenzen haben, dass um diese rassistische Grenzpolitik durchzusetzen, nicht davor zurückgeschreckt wird, ganz massiv Menschenrechtsverletzungen zu begehen von Seiten dieser Staaten. Ja. Da fallen mir gleich ein paar kritische Fragen an die EU ein, aber bevor wir zu Fragen übergehen, also zunächst mal, ihr könnt auch selber Fragen stellen an Ruben und
Franziska. Und zwar findet ihr einen Chat direkt im Stream oder auf unserer Webseite cardus.org/debate. Und da könnt ihr eure Fragen und Diskussionsbeiträge reinstellen. Und jetzt hören wir erstmal von Franziska über die Arbeit der Refugee Law Clinic in Berlin. Was macht ihr denn in der Refugee Law Clinic? Ja, genau. Also ich glaube, im Gegensatz zu Sea-Watch ist die Refugee Law Clinic immer ein bisschen schwer greifbar. Und um das kurz darzustellen, wir sind ein Verein, der an der Humboldt-Universität in Berlin angekoppelt ist und in einem einjährigen Ausbildungszyklus bilden wir eben Menschen zu RechtsberaterInnen im Asyl- und Aufenthaltsrecht aus. Und diese können dann unter juristischer Supervision für uns beraten. Und genau, derzeit arbeiten wir mit ca. 100 aktiven BeraterInnen. Wir sind in Berlin in 12 verschiedene Teams aufgeteilt, die an mehrmals im Monat an verschiedenen Standorten Rechtsberatung, kostenlose Rechtsberatung für Asylsuchende anbieten. Und genau, von den Teams gibt es halt auch drei spezialisierte Teams. Eins ist speziell für LGBTQI-Menschen, eins für Familienzusammenführung und ein Team ist nur von Frauen für Frauen. Genau. Und wir sind jetzt seit 2014 tätig und im Frühjahr 2018 hat sich ein Team abgesondert und ist nach Samos gegangen. Genau. Genau, wir wollten halt der Verschiebung der Asylverfahren an die EU-Außengrenze folgen und auch da unseren Teil für den Zugang zum Recht und dem fairen Verfahren unseren Beitrag leisten und auch dort unabhängige Asylverfahrensinformationen anbieten. Und normalerweise bieten wir dort eben Workshops an, mehrmals die Woche in den Räumlichkeiten der verschiedenen Organisationen und klären die Asylsuchenden allgemein über das Verfahren auf in verschiedenen Sprachen. Zusätzlich bieten wir noch in individuellen Terminen Anhörungsvorbereitungen an und assistieren den Menschen bei ihren Anträgen auf Familienzusammenführung innerhalb Europas. Genau, und auch dort bieten wir spezielle Beratungen für besonders schutzbedürftige Menschen an, wie zum Beispiel LGBTQI-Menschen und Frauen. Und zusätzlich haben wir jetzt seit Oktober 2019 angefangen, Beschwerden vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu schreiben und diese auf vorläufigen Rechtsschutz anzufordern für die Betroffenen. Das haben wir jetzt erstmal gemacht für Schwangere, die dort im Camp wohnen und um die sich nicht gekümmert wird und für Minderjährige, die keinen Vormund bestellt bekommen und auch alleine im Camp sitzen. Genau. Und seit der Corona-Maßnahmen in Griechenland haben wir halt eben peu à peu unser Team abgezogen, weil wir keine neuen Volunteers schicken wollten, um eben halt kein Risikofaktor zu sein, oder eben nicht diejenigen zu sein, die Corona auf die Insel bringen, weil es derzeit eben bis jetzt noch keine Corona-Fälle auf Samos gibt, was natürlich ein großes Problem wäre. Genau. Und also im Anbetracht dieser Corona-Maßnahmen und die griechische Regierung plant, geschlossene Camps zu bauen und auch im Anbetracht der Pushbacks, die stattfinden, haben wir eben halt die Notwendigkeit gesehen, unser Angebot auch online bereitzustellen und bauen deshalb seit 2 Monaten an einer Website, wo die Asylsuchenden uns auch eben über diese Website erreichen können und dann mit uns in Kontakt treten können und wir über diese Online-Option mit denen die Beschwerden vor dem EGMR weiterführen können. Und ja, ist ein bisschen aufregend, weil die Website in 2 Wochen fertig ist, hoffentlich ungefähr. Ja, und jetzt aber nochmal so ein bisschen allgemein zur Situation auf Samos, weil der Fokus, sie liegt ja doch irgendwie immer viel auf Lesbos und Moria, aber es gibt eben halt auch noch 4 weitere Inseln. Und eben insbesondere auf Samos ist die Situation seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens und der Einrichtung der Hotspots eben halt auch drastisch. In dem Camp
sitzen rund 6000 Asylsuchende und das Camp ist halt ursprünglich für 650 Menschen gebaut. Man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Militärbasis, die so am Hang der Stadt liegt, und eben weil es so überfüllt ist, hat sich jetzt halt drumherum quasi das Camp entwickelt, aber eben halt selbst gebaut, weil die eben halt keine Unterstützung bekommen, und das ist der sogenannte Jungle. Genau, es gibt nur im Camp sanitäre Anlagen, die aber auch fast alle kaputt sind, und die eben, also im Camp, und die draußen rumwohnen, die müssen sich halt irgendwie sonst wie drum kümmern, und ab und zu werden halt immer wieder von den NGOs, die sich auf der Insel befinden, Dixi-Toiletten aufgestellt. Genau, es gibt nicht immer fließend Wasser, es gibt kein warmes Wasser, das Essen ist auch, schwierig. Also es ist oft abgelaufen, schimmelig, so in so kleinen Containern verpackt. Und die Menschen müssen dafür mehrere Stunden lang anstehen. Kann man sich natürlich hier auch vorstellen, dass da kein Social Distancing eingehalten werden kann. Mit dem Wasser sind natürlich ohne Seife sind die ganzen Maßnahmen natürlich hinfällig. Die medizinische Versorgung ist auch unzureichend. Es gibt einen Arzt, ein paar Pflegekräften und ich glaube zwei Geburtshelferinnen und dann eben halt das Inselkrankenhaus, was aber vollkommen überfordert ist. Bei einer fast Verdoppelung, also in der Stadt Wasi leben glaube ich 8000 Menschen und im Camp eben 6000 Menschen, und das ist eben halt nur ein Inselkrankenhaus. Ich glaube, die haben nur zwei Krankenwagen, und manchmal, wenn dann irgendwie ein Notfall ist dann und der Krankenwagen kommt, dann sitzt schon auch jemand drin und müssen irgendwie zwei abgeholt werden oder so. Also es ist wirklich desaströs. Alle BewohnerInnen des Camps leiden an Krankheiten wie Krätze. Es gibt viel Ungeziefer, Spinnen, Schlangen, Skorpione, Läuse, Bettwanzen und aber eben halt auch wilde Tiere. Genau, und deshalb, also weil das eben halt auch alles so eng ist und jetzt auch wieder heiß wird, auch und im Winter kaum geregnet hat, kommt es eben halt immer mal wieder zu Bränden, so wie auch vor einem Monat ungefähr. Da kam es auch zu einem sehr großen Brand, eigentlich zwei, über zwei Tage, wo große Teile des Jungles auch abgebrannt sind und viele ihr eben aufgebautes Hab und Gut auch wieder verloren haben. Genau, und also rein rechtlich gesehen ist in diesen Hotspots, in diesen Aufnahmezentren eben halt ein Fast-Track-Border-Procedure in place. Und das soll eben halt dafür sorgen, dass die Asylverfahren im Schnellverfahren durchlaufen. Das passiert aber nicht, weil immer mehr Menschen ankommen und es zu einem riesen Stau kommt. Und die Menschen sitzen halt derweil mit der Zeit jetzt mehrere Jahre dort fest und müssen dann eben halt in dem Camp verweilen. Und die Abschottung von der Zivilgesellschaft sorgt eben dafür, dass das eben niemand mitbekommt, aber eben halt, dass den Menschen dort auch der Zugang zu unabhängiger Rechts- und Asylverfahrensberatung faktisch verwehrt wird. Es gibt zwar Anwältinnen, aber herzlich wenig. Ich glaube derzeit 5 auf 6000 Leute. Und genau, das führt dazu, dass die eben mangelnd aufgeklärt sind über das Asylverfahren und einfach, das ist ja auch, man muss sich vorstellen, ihr erster Schritt ins europäische Asylverfahren. Das heißt, in den meisten Fällen haben die wirklich einfach gar keine Ahnung, was ist die Asylanhörung, worum geht es da überhaupt, unter welchen Umständen bekomme ich Asyl, was ist Familienzusammenführung etc. pp. Vielleicht noch so zu Corona. Griechenland war ja sehr schnell mit dem ganzen Lockdown und hat ziemlich schnell Kitas, Kindergarten, eben alles geschlossen, was man ihnen vielleicht zugute halten kann. Dadurch, also ist es vielleicht auch auf den Inseln nie zu einer Verbreitung gekommen, aber es ist natürlich trotzdem ein krasses Risiko, da auf diesen Inseln diese vollgestopften Camps zu haben. Und die Inselbevölkerung selbst ist halt auch oft sehr alt. Und
Und so kam es eben halt auch im Camp zum Lockdown und die haben immer noch bis zum 7. Juni, also die Corona-Maßnahmen für die Bevölkerung, das hat ja gerade schon jemand gesagt, haben sich schon ein bisschen gelockert, aber eben halt eben nicht für die Camp-Insassen. Und das bis zum 7. Juni dürfen die auf Samos zumindest nur zwischen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends raus und eigentlich auch nur zum Einkaufen. Was halt problematisch ist, wenn sie irgendwie medizinische Versorgung bei den medizinischen NGOs aufsuchen müssen oder ähnliches. Und wie ich heute mitbekommen habe, hat der Bürgermeister jetzt auch angefragt, dass diese Maßnahmen verlängert werden, bis die geschlossenen Camps fertig sind. Also auch hier, was Ruben gerade schon angemerkt hatte, so unter dem Deckmantel Corona eben halt so Maßnahmen, ja, die irgendwie über den Corona-Schutz hinauszugehen scheinen. Genau, und ich weiß halt auch nicht, also es gibt zwar keine Fälle, aber es werden halt auch keine Tests gemacht, nach meinem Wissensstand. Und was auf Samos eben halt auch auffällig ist, wir bekommen immer so einen UNHCR-Snapshot, wo man die ganzen Zahlen, Daten, Fakten sieht. Und da ist eben halt seit den Unruhen mit der Türkei die ankommenden Zahlen auf Samos fast gleich null. Es kommen aber Boote an. So kriegt das auch die samiotische Bevölkerung mit, aber diese Boote verschwinden einfach. Also man muss sich vorstellen, da kommt ein Boot an mit ca. 50 Leuten, Passanten kriegen das mit, rufen die Polizei und plötzlich, also, aber die Menschen kommen nirgendwo an und auf Nachfrage sagt eben die Polizei, nee, das ist nie ein Boot angekommen. Also kann man hier relativ sicher von Pushbacks ausgehen, was wir ja auch von Lesbos mehr oder weniger bestätigt wissen. Ja. Ja, soweit vielleicht. Okay, danke für den Einblick. Ja, krass. Bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, nochmal eine Nachfrage zum Begriff. Ihr habt jetzt beide den Begriff Hotspot genannt. Du hast vom Floating Hotspot gesprochen. Könnt ihr nochmal kurz sagen, was wir uns darunter vorstellen können? Hat das auch rechtlich oder politisch eine besondere Stellung? Ja, also, offiziell heißt es Reception, also das auf den griechischen Inseln und auch ja drei, glaube ich, in Italien, sind es Reception and Identification Center, also so ein bisschen wie die Ankerzentren, die wir hier hatten, wo eben die Asylverfahren im Schnellverfahren durchlaufen werden sollten. Das ist, und das ist halt in den Medien unter Hotspots zu verstehen. Genau, und ergänzend vielleicht der Floating Hotspot, das ist kein stehender Begriff, das haben wir jetzt so eingeführt für diese Schiffe, weil da kommt es letztlich, läuft es darauf raus, also man hat ursprünglich mal gesagt, das ist ein Quarantäneschiff, da packt man die Leute für 2 Wochen drauf, weil ist ja Corona, jetzt sitzen die da aber schon seit einem Monat, warum? Weil kein europäischer Staat sich bereit erklärt, diese Menschen aufzunehmen und das scheint die neue Taktik zu sein, also Malta hat rechtliche Probleme bekommen wegen dieser Non-Assistance, also weil sie am Osterwochenende eben gar nicht gerettet haben, weil sie eben die Leute einfach haben ertrinken lassen. Sie wissen auch, dass es illegal ist, eigentlich die nach Libyen zurückzubringen. Sie versuchen das so ein bisschen unter der Hand zu machen, aber blöderweise gibt es irgendwelche Rettungs-NGOs und irgendwie das Alarmphone und irgendwelche JournalistInnen, die da irgendwie genauer hingucken und dann steht plötzlich die maltesische Regierung auf der Anklagebank. So, und deswegen haben sie sich dann halt überlegt, okay, vielleicht können wir uns nicht ganz so scheiße verhalten in Zukunft, sondern müssen da schon so ein bisschen uns zumindest irgendwie an so Menschenrechte halten, aber halt nicht so ganz, sondern nur so ein bisschen. Und deswegen packen wir die Leute zwar erstmal, also holen wir die aus dem sinkenden Schlauchboot raus, aber packen die dann quasi auf so ein anderes Schiff, wo die halt vor sich hin vegetieren, bis eine Lösung gefunden ist. Und diese Lösung, weil sich da halt auch zum Beispiel die Bundesregierung offenbar sperrt, weil man könnte jetzt hergehen, ich habe jetzt von Seehofer noch nicht das Angebot vernommen, dass sie diese Menschen jetzt halt aufnehmen, weil das eine untragbare Situation ist, die ja an der europäischen, also damit auch an der quasi deutschen Außengrenze stattfindet und man dafür ja mitverantwortlich ist. Man ist froh, dass sozusagen die Drecksarbeit sozusagen da jetzt von Malta erledigt wird. Und Malta sagt aber irgendwann auch, naja, irgendwie machen wir das auch nicht mehr alleine mit und deswegen sind die jetzt sozusagen außerhalb der Territorialgewässer auf diesem Boot und deswegen sagen wir halt Floating Hotspot, weil das letztlich, also die Leute sind da halt ohne Zugang zu einem fairen Asylverfahren, ohne überhaupt Zugang zu irgendwelcher rechtlichen Vertretung, zu elementarsten Grundrechten und keiner weiß eigentlich so richtig, wie es damit weitergeht.
Ja, europäische Länder wollen die nicht aufnehmen, aber es gibt doch zumindest auf lokaler Ebene eigentlich immer wieder Angebote, dass Leute aufgenommen werden könnten. Woran hängt denn das, dass das da nicht passiert? Das Angebot gibt es ja. Also da gibt es mehrere Stellen, an denen das hängt. Es ist in allererster Linie der Innenminister Seehofer. Es war aber auch so, dass sich zum Beispiel lange in der Koalition in Berlin dann die SPD gesperrt hat und der Innensenator Geisel immer noch keine Aufnahmeanordnung jetzt mal an Seehofer geschickt hat, beziehungsweise das könnte er machen so, sondern man hofft da immer auf irgendwelche Einigungen und Thüringen ist zum Glück jetzt irgendwie mal vorangegangen und hat mal so ein Landesaufnahmeprogramm tatsächlich auf den Weg gebracht. Das brauchen wir in vielen weiteren Bundesländern, damit eben die Städte und Kommunen, die sagen, wir wollen aufnehmen, das auch tun können. Aber im Moment ist es halt so, dass man teilweise nicht so richtig weiß, ist es jetzt gerade Seehofer. Seehofer blockiert sowieso gerne, aber ja, tatsächlich ist das eben auch unsere Forderung, die wir auch im Rahmen der Kampagne Leave No One Behind immer wieder stellen, ist eben, dass auch jetzt unter Corona oder gerade jetzt unter Corona niemand zurückgelassen wird und dass die Leute hier aufgenommen und eben verteilt werden, überall da, wo es eben die Bereitschaft ja auch gibt, die ja sehr deutlich ist. Die Seebrücke hat ja mittlerweile über 100 Städte dazu gebracht, sich zum sicheren Hafen zu erklären und zu sagen, wir nehmen Leute auf. Das sind da Stadtratsmehrheiten. Also es ist nicht so, dass da irgendwie ein paar AktivistInnen sagen, man muss jetzt Leute aufnehmen, sondern es sind wirklich gesellschaftliche Mehrheiten, die da dafür sind, diese Menschen aufzunehmen. Und dem darf sich der Innenminister nicht mehr in den Weg stellen. Ja, und es hängt sich dann ja oft irgendwie an so kleinen Fragen auf welche rechtliche Grundlage lässt sich das jetzt fußen oder nicht. Aber ich glaube, man kann da auch feststellen, dass da vielleicht ein genereller politischer Unwillen da ist, weil auch bei uns irgendwie mit Blick auf die Familienzusammenführung muss man feststellen, dass in dem letzten halben Jahr, in 2019, die Ablehnungsrate der Familienzusammenführungsanträge bei 72% lag, glaube ich. Also das ist wirklich wahnsinnig hoch und die Menschen haben einfach faktisch einen Anspruch darauf, mit ihren Familien zusammengeführt zu werden. Und selbst da, wo es eben diese ganz glasklare rechtliche Grundlage gibt, findet es auf irgendeine Art und Weise einfach nicht statt. Und ich finde halt, die Corona-Krise hat ganz gut gezeigt, wie man mit Krisen umgehen kann, wenn man denn will, also wenn man denn Lösungen schaffen will, weil da war auch nicht alles, bei diesen Corona-Verordnungen war auch nicht alles irgendwie juristisch 100% sauber immer, sondern da hat man aber gesagt, hier sind Menschenleben in Gefahr, also handeln wir jetzt. Und der einzige Unterschied ist halt, dass es da überwiegend weiße europäische Menschenleben waren. Und der einzige Grund, warum nicht genauso entschieden gehandelt wird bei der Situation, wenn Menschen in den Hotspots in Gefahr sind auf den griechischen Inseln oder wenn Menschen auf dem zentralen Mittelmeer ertrinken, ist eben, dass das halt Menschen ohne europäischen Pass sind, dass das Menschen vom afrikanischen Kontinent sind, dass das schwarze Menschen sind und das ist einfach purer Rassismus, dass da nicht genauso entschieden gehandelt wird, wie wenn zum Beispiel hier eine Pandemie uns betrifft. Das ist ja schlimm, also da sterben ja Leute, das ist schlimm, da muss man handeln, das sollte man überhaupt nicht irgendwie kleinreden. So, diese Maßnahmen waren ja größtenteils richtig und wichtig, um eben Corona-Tote zu verhindern, aber mit genau der gleichen Entschiedenheit müssen wir halt auch gegen andere Krisen vorgehen und gegen diesen Rassismus, den gibt es halt nicht nur in den USA, sondern diesen Rassismus, den gibt es auch hier bei uns und dagegen müssen wir halt entschieden vorgehen. Ja, und gerade bei den Geflüchteten geht es halt auch um besonders vulnerable Menschengruppen häufig, ne? Und die sind halt auch nochmal in den Verhältnissen, in denen sie untergebracht sind, ganz besonders gefährdet. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass da ein Feuer ausgebrochen ist. Es gab jetzt eine Frage über den Chat. Da möchte eine Person gerne nochmal wissen, ob du weißt, was der Grund für den Brand auf Samos war. Ich glaube nicht, also zu meinem Wissen ist das nicht nachhaltig geklärt. Genau, aber man muss auch feststellen, dass es immer wieder zu Unruhen zwischen den Communities im Camp kommt. Genau, aber ja, ich versuche gerade den nächsten Kommentar vielleicht schon dann entgegenzutreten. Also ich meine, das macht das Feuer nicht weniger gefährlich oder weniger berechtigt oder was auch immer. Wer Menschen so hält,
und derart zusammenfällt und die kommen teilweise ja auch aus gleichen Ländern, aus unterschiedlichen, sich also aus Konfliktparteien, die sich eigentlich in ihrem eigenen Land gegenüberstehen. Und das ist einfach ein Pulverfass, diese Camps. Und dass es da eben halt auch zu Krawallen unter den Communities kommt, das liegt einfach auf der Hand. Und ob dieses, und aber gleichzeitig, also die haben ja auch alle oder viele haben Gasherde, mit denen sie ihren Tee kochen und so. Also das kann ein Unfall gewesen sein, das kann wegen Krawallen gewesen sein. Das können auch, auf Samos gibt es im Vergleich zu anderen Inseln nicht so präsent rechte Gruppieren aus der griechischen Bevölkerung, aber es kann natürlich auch ein Anschlag von außen sein. Nach meinem Wissensstand ist es nicht geklärt. Okay. Kannst du noch mal erzählen, vor Corona, als sie da noch auf Samos regelmäßig gearbeitet hat, wie ist es da ganz konkret abgelaufen? Also wie haben die Leute überhaupt über euch erfahren? Wie habt ihr da mit denen zusammengearbeitet? Wo habt ihr sie unterstützt? Was wussten sie vielleicht schon vorher, was ihre Rechte sind? Was haben sie dann erst erfahren? Wie ist da so die Arbeit abgelaufen? Ja, also das Camp ist ja offen in dem Sinne, dass die Menschen aus dem Camp rein und rausgehen können. Wir haben keinen Zutritt. Und dann haben wir in den Räumlichkeiten der verschiedenen NGOs haben wir unsere Plakate ausgehangen und wie gesagt diese Workshops gemacht, die natürlich auch als Werbung fungiert haben. Und wir haben ein Teamphone, dessen Nummer wir austeilen und darüber können die Leute mit uns in Kontakt treten und fragen eben nach einem Termin und wir vergeben denen dann Termine oder laden sie erstmal zu unserem Workshop ein. Genau, und rein theoretisch sollte der UNHCR auf Samos über allgemeine Verfahrensinformationen anbieten. Nach meinem Kenntnisstand machen die das direkt nach Ankunft. Also wenn sie von ihrem Schlauchboot runter sind und beide in der Polizeistation sind, findet eine 20-minütige Verfahrensinformation durch den UNHCR statt. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn die Leute auf uns treffen und wir denen das Verfahren erklären, dass die noch von sehr wenig wissen. Und genau, und dann in der Anhörung erklären wir eben halt, worauf es im Asyl, in der Anhörungsvorbereitung erklären wir, was in der Anhörung passieren wird, welche Fragen da gestellt werden und so weiter. Und eben die Familienzusammenführung, da wissen viele, dass sie da irgendwie, weil sie ja eben halt schon Verwandte im europäischen Ausland haben, dass sie da irgendwie die Möglichkeit für haben und da kommen sie dann zu uns und wir helfen denen beim, genau, die Dokumente zusammenzubekommen und die Kommunikation mit den Behörden. Und sind diese Anhörungen dann oft, gehen die so aus, wie die Leute sich das erhoffen oder ist das dann häufig auch eine Ablehnung? Das kommt ganz drauf an. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, zum Beispiel Menschen aus Afghanistan haben vergleichsweise zu Deutschland eine weit höhere Anerkennungsrate, weil Griechenland eben kein Abschiebeverbot hat. Und was ja so ein bisschen ein Weg ist, jemanden keinen Status zu geben, aber gleichzeitig auch nicht in ein Kriegsgebiet zurückzuschicken, haben wir in Deutschland halt diese Abschiebeverbote. Und das hat Griechenland eben nicht und um die eben halt nicht abschieben zu müssen, müssen die denen halt dann einen Status geben. Und deswegen ist da vergleichsweise vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher auf einen positiven Ausgang. Ansonsten ja, kann man das nicht so richtig sagen, kann ich das nicht so pauschal sagen. Die Anerkennungsquoten sind relativ okay, wobei jetzt auch, also seit dem 1.1. hat sich einiges verändert im griechischen Recht und die haben eben jetzt halt auch eine Liste mit sicheren Drittstaaten, zu denen halt, wenn da nicht spezielle Gründe vorgebracht werden, auch abgeschoben werden kann und abgelehnt werden kann, was auch neu ist für Griechenland. Genau, aber so pauschal. Ich könnte jetzt Zahlen vorholen, aber ist vielleicht nicht so spannend. Ja, das Problem ist ja, dass ein Großteil im Moment überhaupt gar nicht erst Zugang zu diesen Verfahren bekommt, weil sie halt einfach
von irgendwelchen maskierten Leuten, so wie wir das heute vor Lesbos erlebt haben. Das Alarmphone hat dazu auch ein Video getwittert, das könnt ihr finden. Das ist sozusagen so, dass die Menschen auf den Booten ja durch moderne Technik zum Glück die Möglichkeit haben, dann eben mit so einer Organisation wie dem Alarmphone in Kontakt zu treten. Und da sieht man das eben sehr deutlich. Das ist das, was live passiert. Also das ist das, was jetzt gerade an der europäischen Außengrenze passiert. Und Lesbos und die Türkei, das ist nicht weit auseinander. Also das ist wirklich ein übersichtliches Seegebiet. Das kann man von Land aus sehen. Man kann da schön mit dem Sportboot rumfahren und sich das alles angucken. Und da fahren dann halt irgendwelche maskierten Leute, wo man teilweise gar nicht so genau weiß, sind das jetzt gerade irgendwie griechische Polizisten oder sind das irgendwelche Rechtsradikalen von vor Ort oder wer ist es? Auf jeden Fall ist das Ergebnis, dass halt Leute dort völkerrechtswidrigerweise zurückgebracht werden, und das ist sowas, was uns immer wieder ja vor so eine Situation setzt, die eben sehr schwierig ist, weil eigentlich machen wir Seenotrettung. Aber mittlerweile ist es so, dass Search and Rescue, also das SAR eigentlich nicht mehr Search and Rescue, sondern Search and Resistance heißen muss, weil wir eigentlich mittlerweile weniger Seenotrettung betreiben, als dass wir uns gegen irgendwelche komplett illegalen Praxisen von europäischen staatlichen Kräften wehren müssen. Ja, und vielleicht an diesem Punkt auch nochmal in dem Evros-Gebiet, also auf der Festlandgrenze zwischen der Türkei und Griechenland, da kam es auch schon vor dem vor der Eskalation da, wann war das, Februar, illegalen Pushbacks. Wir haben immer wieder Leute auf Samos getroffen, die vorher mehrere Male über Land versucht haben, die Grenze zu überqueren und eben halt auch mehrmals mit, wie du sagtest, vermummten griechischer Polizei wieder zurückgeschickt wurden im Boot auf die türkische Seite und dann eben halt nach Samos gekommen sind. Okay. Also es ist sehr schwer, überhaupt zu den Inseln zu kommen und wenn man da angekommen ist, weiterzukommen. Und da jeweils halt die Leute, die haben halt theoretisch viele Rechte, aber die dann wirklich wahrzunehmen, sich über die Rechte bewusst zu werden und die dann wahrnehmen zu können, das ist dann nochmal ein ziemlich weiter Schritt. Es gibt hier jetzt noch ein paar Fragen im Chat. Eine Frage an Ruben. Gibt es neben den Corona-Behörden-Auflagen auch eigene Maßnahmen von Sea-Watch-Seite aus für den Einsatz der Sea-Watch 3 in Corona-Zeiten? Selbstverständlich. Es ist so, dass wir diesen Virus wirklich ernst nehmen. Wir glauben, dass es wichtig ist, da wirklich alle nötigen Schutzmaßnahmen zu treffen. Was mir da immer wichtig dabei ist zu betonen, ist, dass die Frage ist, wer ist eigentlich eine Gefahr für wen? Es ist nämlich so, dass tatsächlich der Hotspot von dieser Pandemie eher in Europa liegt als zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent und das dementsprechend so ist, dass es eher so ist, dass wir als HelferInnen in dem Moment eigentlich eher eine Gefahr sind für die Flüchtenden, die wir an Bord nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand bei uns in Italien sich zum Beispiel angesteckt haben könnte, sehr viel höher ist, als die, dass jemand, der aus Libyen oder die auf dem Schlauchboot sitzen, eben den Virus nach Europa bringen. Also das einfach, um das mal klar zu haben, wer da eigentlich vor wem geschützt werden muss. Dazu kommt, dass Menschen, die eben teils monatelang in diesen Lagern waren, sehr viel vulnerabler sind, als das zum Beispiel wir privilegierten EuropäerInnen sind. Deswegen ist es für uns völlig klar, dass wir alles tun, um eine Ausbreitung zu verhindern. Wir haben da mit unserem medizinischen Team klare SOPs an Bord erarbeitet. Unsere Crew war jetzt gerade in Italien erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Da wurden alle Maßnahmen im Prinzip getroffen, um uns da zu schützen und eben auch vor allem die Menschen zu schützen, die wir dann an Bord nehmen vor dem Virus. Gleichzeitig haben wir auch an verschiedenen Stellen eben gesagt, wir müssen dieser Pandemie eben mit begegnen, wir helfen damit. Wir haben zum Beispiel auf die griechischen Inseln mehr als 20.000 Schutzmasken gebracht, um eben dort zumindest in dem Rahmen, wie es dort möglich ist, Schutz zu gewährleisten. Auch da nochmal, es geht da eben um alle. Leave no one behind heißt halt,
dass man wirklich niemanden zurücklässt. Das betrifft dort ja genauso Flüchtende, die in diesen Camps gelassen werden, wie es auch zum Beispiel die Lokalbevölkerung betrifft, die auf den griechischen Inseln eben sehr alt ist. Deswegen ist es total wichtig, dass man da entsprechende Maßnahmen ergreift, und da helfen wir natürlich mit und tun unser Bestes, um eben diese Pandemie einzugrenzen. Hier gibt es jetzt noch ein paar Fragen im Chat, und zwar zur Stimmung sowohl in Italien als auch auf den Inseln gegenüber den Geflüchteten. Also da erstmal an Franziska die Frage, wie hat sich die gesellschaftliche Stimmung auf den Inseln entwickelt, beziehungsweise gibt es seit den Übergriffen auf NGOs und Geflüchtete Anfang des Jahres, sind weiterhin NGOs vor Ort oder durch Corona zurzeit nicht aktiv? Also okay, da gibt es mehr die NGOs auch. Die soll ich dir nochmal... Also jetzt wegen Corona oder wegen Rechten? Die Frage ist danach, wie sich die gesellschaftliche Stimmung entwickelt hat und ob es Übergriffe gegen NGOs oder Geflüchtete gibt. Ja, genau. Also wie schon gesagt, auf Samos sind so rechte Gruppierungen nicht so präsent oder vielleicht nicht so organisiert. Das sieht zum Beispiel auf Chios ganz anders aus und auch eben auf Lesbos. Genau. Und man muss sagen, die Stimmung hat sich auf jeden Fall verändert. Am Anfang waren es eben die Griechen, die da auf Samos auch, also 2016, den Menschen irgendwie geholfen haben, und die fühlen sich halt auch mehr und mehr komplett verarscht, und je länger diese Deals ausgehandelt werden und werden immer, ich sag mal, passiver, und auch die Stimmung gegen uns ist natürlich schwierig. Ich sag auch mal, besonders auch als Deutsche da irgendwie hinzukommen und die große Helferin zu spielen, schlägt da halt auch natürlich auf Gegenwind, verständlicherweise auch in gewissem Maße. Genau, und die haben wir eben halt, also die haben auch viel das Gefühl, dass sie da alleine gelassen werden, was eben auch berechtigt ist. Und genau, und bei dem Feuer, bei dem Brand kam es jetzt, soweit ich es gehört habe, halt auch aus der Bevölkerung eben, wurde die auch ein bisschen aggressiver. Aber ansonsten hält es sich auf Samos wirklich in Grenzen, muss man sehr positiv feststellen. Und die Samioten sind auch eigentlich sehr hilfreich, wenn man ein bisschen mit denen in Kontakt tritt. Okay. Und dann geht noch eine Frage an Ruben, und zwar, ob sich der Umgang Italiens mit Sea-Watch verbessert hat, seit Salvini weg ist. Ja und nein. Also es ist auf jeden Fall natürlich so, dass sich was verändert hat, seit Benito Salvini sich da verrechnet hat und jetzt zum Glück nicht mehr im Amt ist. In den Zeiten, als wir ja halt einen tatsächlich faschistischen Innenminister in Italien hatten, war es ja so, dass die sich um Recht und Gesetz nicht geschert haben. Es ist ja so, dass zum Beispiel im Fall von Carola Rackete hat ja Salvini so ein Dekret erlassen, dass sie nicht in den Hafen einfahren kann. Das ist vor einem Jahr. Sie hat es dann einfach trotzdem gemacht, und da hat mittlerweile das oberste italienische Gericht ihr Recht gegeben dabei. Da gibt es jetzt quasi ein Urteil, das sehr klar gesagt hat, natürlich durfte sie aufgrund der Notlage an Bord in den Hafen einfahren, und Salvini hat da einfach auch juristisch nicht recht gehabt. Das ist natürlich gut. Seither können wir wieder in Italien oder konnten wir regelmäßig in Italien anlanden. Wir erleben aber jetzt gerade eben einen Backlash, der eben unter Corona auch wieder dazu führt, dass zivile Seenotrettung wieder eingeschränkt wird. Wir haben ganz stillschweigend wurde im Prinzip die Alan Kurdi von unserer Partnerorganisation CI festgesetzt, genauso die Aitamari von SMH, eine Hilfsorganisation in Spanien, die eben, das sind zwei Rettungsschiffe, die hätten halt retten können jetzt die letzten Wochen, und die waren halt nicht im Einsatz, weil sie wegen sogenannter technischer Mängel bei einer Port State Control festgesetzt worden ist. Es ist aber ganz klar, dass es da eben nicht um technische Mängel geht, sondern um Gängelung. Also die Seenotrettungsschiffe der zivilen Flotte sind die wahrscheinlich bestkontrolliertesten Schiffe weltweit. Also wenn man sich anguckt, was so an so Fischkuddern rumfährt, die da irgendwo vor Westafrika die Meere leer fischen. Wenn man da mal irgendwie eine ordentliche Port State Control machen würde, da wäre aber
richtig was los im Vergleich zu dem, was man auf so einer Alan Kurdi findet. Nichtsdestotrotz werden die zivilen Rettungsschiffe dann halt ja mit fadenscheinigen Argumenten festgesetzt, jetzt auch von der italienischen Regierung. Und man versucht halt jetzt sozusagen während dieser Corona-Krise, wo da nicht so die Aufmerksamkeit drauf ist, offenbar doch die Seenotrettung eben ganz massiv einzuschränken. Danke. Dann geht noch eine letzte Frage an Franziska, und zwar nochmal bezüglich des Rechts, was Menschen da wahrnehmen können. Gibt es denn die Möglichkeit, wenn die Familienzusammenführungen illegal abgelehnt werden, dagegen vorzugehen? Ja, man kann dagegen klagen. Aber es gibt eben halt auch sehr kurze Fristen, und das wissen viele eben auch nicht. Und da muss halt schnell gehandelt werden und auch eigentlich immer mit anwaltlichem Beistand, weil es eben nicht so einfach ist, weshalb da eine Rechtsberatung eigentlich essentiell ist. Wie ist das eigentlich? Ihr beratet ja nicht nur auf Samos, sondern vor allen Dingen auch in Berlin. Weißt du, wie viele Fälle ihr hier ungefähr beratet oder wie viele Menschen ihr hier beratet? Weiß nicht. Ja, ich habe mich so ein bisschen aus dem Berliner Geschäft rausgezogen, deswegen weiß ich nicht, kann ich dir jetzt keine Zahlen leider nennen. aber du sagtest ja vorhin, ihr seid ungefähr... Genau, wir sind 12 Teams, ich sag mal 4 bis 10 Leute, die mehrmals im Monat, also entweder wöchentlich oder alle 2 Wochen an ihren Stellen beraten. Das ist eben teilweise in den Unterkünften, teilweise in Räumen von so Nachbarschaftszentren oder anderen Organisationen. Genau, und da beraten wir ja jede Woche mehrere. Auch wenn du eher nicht so in Berlin aktiv bist, weißt du trotzdem irgendwas darüber, wie die Lage in den Unterkünften für Geflüchtete eigentlich gerade hier ist im Zuge der Corona-Maßnahmen? Hat sich da was verändert? Ja, also insbesondere ist jetzt zwar nicht Berlin, aber Brandenburg in Henningsdorf ist ja auch eine ziemlich große Unterkunft, ich glaube um die 400 Leute, wo die jetzt auch über Wochen lang in Quarantäne waren, wegen immer wieder einer Ansteckung, und dann wurden die immer wieder quarantiert. Ja, ist genauso wie auf den in den überfüllten Camps auf Samos eine unhaltbare Situation, weil eben halt Abstand, Hygienemaßnahmen einfach nicht gewährleistet werden können. Also es ist halt so, während hier gepredigt wird, man darf keine Großveranstaltungen machen, ist die Europäische Union Großveranstalterin von verschiedenen Großveranstaltungen, die seit Monaten eben 24/7 rund um die Uhr stattfinden und wo eben, also wenn man sich das vorstellt, hier werden Festivals abgesagt, so ist jetzt Sommer, Festivalsaison, wahrscheinlich würden viele von euch jetzt irgendwie jedes zweite Wochenende auf irgendeinem Festival rumhüpfen, aber wenn man da halt guckt, was da irgendwie an sanitärer Infrastruktur zum Beispiel auch gestellt wird, und da geht es nur um einen Zeitraum von irgendwie 2-3 Tagen bei so einem Festival. Diese Camps, die sind da kontinuierlich, und was da stattfindet, würde hier kein Ordnungsamt irgendwie abnehmen, also auf gar keinen Fall. Also die Kritik an der EU bezüglich, was auf dem Mittelmeer abgeht, und auch vielleicht Kritik an der griechischen Regierung, was da auf den Inseln passiert, die ist richtig und wichtig, aber man kann auch erstmal vor der eigenen Haustür gucken. Also hier ist auch noch einiges im Argen, und man kann vor allem auch vor die eigene Haustür rausgehen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Demonstrationen. Zum Beispiel jetzt am Wochenende auch wieder gibt es große Black Lives Matters Demo in Solidarität mit den Leuten, die drüben in den USA auf die Straße gehen, aber eben auch, um zu thematisieren, dass es halt nicht nur ein Problem in den USA ist, sondern dass Rassismus auch hier gibt. Und das, was dieser ganzen Problematik an der EU-Außengrenze zugrunde liegt, genauso wie an wie es eben rassistischen Morden, die in Deutschland auch stattfinden, zum Beispiel von der Polizei an Uri Cialo zum Beispiel oder anderen, das ist eben Rassismus, und das ist das Kernproblem, das wir angehen müssen. Das können wir nicht mit Seenotrettung lösen, und das können wir auch nicht mit Rechtsberatung alleine lösen. Das, was wir hier machen mit unserer Arbeit, das ist Symptombekämpfung, und zwar Symptome von rassistischer Politik und von Rassismus hier in Deutschland, und dagegen müssen wir aktiv werden.
Und so ein Problem lässt sich eben nicht mit einfachen Antworten schnell lösen, sondern das bedarf echt einer kontinuierlichen Arbeit. Und ja, also dann auch nochmal herzlichen Dank an euch für eure Arbeit. Und ja, habt ihr noch ein Fazit oder letzte Bemerkung, die ihr loswerden möchtet? Ich habe mein Fazit ja gerade schon gedroppt. Ja, ein sehr eingängiges Fazit. Ja, mein Fazit zielte in die gleiche Richtung. Was da an den Außengrenzen passiert und was von uns als europäische und deutsche Bevölkerung ja auch mitgebilligt wird, das ist eine Ungleichbehandlung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe und das ist Rassismus. Wir müssen da nicht in die USA schauen, um das zu kritisieren. Wir können uns selber an die eigene Nase fassen und sollten das auch tun. Ein sehr schönes Schlusswort, danke. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank auch an das C3VOC, dass ihr das gestreamt habt für uns. Und ja, dann vielen Dank auch an das X-Hein, dass wir hier sein durften und bis zum nächsten Debate. Ciao.